Rente mit 35 wäre schon super. Ist übrigens auch der Traum und das Ziel von vielen Frugalisten. Hat 3 Euro gekostet. Wahrscheinlich so 5 Cent, 2 Euro. Und wie so ein Alltag von so einem Extremsparer aussieht, schaue ich mir heute an, weil heute treffe ich Alexander. Wie, du wäschst mit der Hand? Ja, klar. Alles? Alles, ja. Der gibt, abgezogen von seiner Miete, am Tag freiwillig nicht mehr als 7,16 Euro aus. Alexander, Grenze überschritten gerade. Mal zum Vergleich. Mein Frühstück kostete 5,75 Euro. Wenn ich Frugalist wäre, könnte ich mich jetzt fast schon wieder ins Bett legen. Und auch sonst gebe ich eher gern Geld aus. Bin mal sehr gespannt, wie gut wir zusammenpassen. Ich will heute herausfinden, wie viel und wofür gibt ein Frugalist wie Alex sein Geld aus und wo spart er? Hallo. Ich mach mal so. Ui, Boden gibt's nicht. So ein schicker Estrich. Why not? Why not? Okay. 3 Wochen vor unserem Dreh ist Alexander in diese Genossenschaftswohnung gezogen. Bei der Einrichtung setzt er eher auf Paletten, wie ich sehe. Mein großes Vorbild ist ja Tine Wittler, deswegen interessiere ich ja sehr viel Möbel. Wie viel hat das gekostet? Woher kommt's? Die Paletten kommen, wie die anderen Paletten in der Küche auch, vom Sperrmüll und eBay Kleinanzeigen. Mhm. Das Ding hier, 25 Euro, 15 Euro, 15 Euro. Woher ist der Teppich? Sperrmüll. Dieser formschöne Stuhl ohne Lehne, auch Hocker. Sperrmüll. Auch Sperrmüll? Ja. Kühlschrank 15 Euro. Vom eBay Kleinanzeigen. Topf und Pfanne kostenlos. Frugalismus bedeutet wörtlich Bescheidenheit. Alexander versucht, mindestens 700 Euro im Monat zu sparen. Deshalb hat er sich keinen Wasserhahn für die Küche gekauft und muss Wasser immer im Bad holen. Das werde ich heute Abend noch schamlos ausnutzen. Wie viel Geld hast du heute schon ausgegeben? Außer die laufenden Kosten, ich würde sagen nichts. Also ich trinke jetzt den Kaffee, das heißt wahrscheinlich so 5 Cent oder so. Okay, wir sind bei 5 Cent gegen 5,75 Euro. Alexander spart nicht nur bei den Lebensmitteln, sondern auch bei der Nahrungsaufnahme. Er macht Intervallfasten und isst nur 1 bis 2 Mal am Tag. Würdest du dir jemals einen Kaffee und ein Baguette vom Bäcker gegenüberholen? Wenn es kein super spezieller Bäcker ist, dann nicht wirklich. Frugalismus ist jetzt nicht nur sparen, sondern hauptsächlich einfach eine andere Sicht auf das Geld. Dass man sagt, primär ist Geld jetzt erstmal Lebenszeit für mich. Und dann gleiche ich halt immer ab, hey, ist das und das mir so und so viel Lebenszeit wert? Okay. Ja. Und die meisten Sachen sind mir dann halt nicht so viel Lebenszeit wert. So, also, es ist immer noch morgens. Bis jetzt hast du nichts mehr gemacht als aufstehen? Aufstehen, ich habe ein Buch ein bisschen gelesen und eine Serie geguckt. Und, das. Wie denn eine Serie geguckt? Über Netflix. Über Netflix? Exakt. Kostet? Kostet mich nichts, weil mich Freunde dazu eingeladen haben. Also, und was machen wir jetzt dann? Jetzt trainiere ich. Ah ja. Ja. Hier in der Wohnung. Ja. Alex hat sich ein paar Sportgeräte gekauft, weil das auf Dauer billiger ist als eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Nach einem Jahr hat er die 180 Euro dafür wieder drin. Und Sport kostet dann nichts mehr. Urlaub und Frugalismus schließen sich übrigens nicht aus. Also ich bin für 6.000 Euro ein Jahr durch Asien gereist. Ja, okay, 6.000 Euro im Jahr ist sparsam. Günstiger als hier. Ja, das stimmt. Achtest du auch auf Nachhaltigkeit? In gewissem Sinne schon. Flüge finde ich durchaus vertretbar in dem Rahmen, in dem ich das mache. So blinder Konsum finde ich halt an sich eklig. Das lehne ich nicht deshalb ab, weil ich sage, oh, das ist voll böse und gemein, so, sondern weil es mir einfach nicht entspricht. Mal schauen, ob man das am Kleiderschrank, übrigens meiner persönlichen Konsumschwachstelle, merkt. Woher sind die Klamotten? Das Ding, das ist von einem, wie nennt man das, ein Secondhand-Store, hat 3 Euro gekostet. Das ist von Kleiderkreisel, das hier 2 Euro. Keine Ahnung, das habe ich auch kostenlos bekommen, weil jemand das wegwerfen wollte. Also du gehst nicht in normale Läden und kaufst so normale Läden? Wenn es im Sale ist, dann gehe ich auch zu H&M oder in New York. Die haben manchmal schöne Sachen, so, aber sonst eher nicht. Zum Beispiel für so Basics, das hier zum Beispiel, das fand ich schön. Das, keine Ahnung, was es gekostet hat, da kann ich auch mal 5 Euro für ausgeben. Ich habe was gefunden. Passt auf. 1, 2, 3 Sockenpaare. Na klar hast du
total wenig Kohle ausgegeben für 3 Sockenpaare. Wie machst du das? Und der Rest ist in der Wäsche hauptsächlich. Ungefähr. Wir können die auch gleich waschen. So, das mache ich nämlich auch ohne Maschine. Die du wäschst mit der Hand? Ja, klar. Alles? Alles, ja. Also, dann wird hier das Wasser auf 42 Grad und dann... Das Handtücher, Unterhosen, Socken und jeder Scheiß drin. So, auch das. Aber das ist doch Alexander. Lass dir das mal von der Hausfrau gesagt sein. Das ist doch alles Kochwäsche. Ich weiß nicht, was Kochwäsche ist. Kochwäsche ist, die man kochen muss. Das ist maximal 90, minimal 60 Grad. Ja, 60 Grad kriegen wir hin. Na, da möchte ich mal jetzt deine Hände sehen. Ich pack da nicht mehr rein. Aber, und jetzt kommen wir noch mal zu dem Nachhaltigkeitsaspekt. Du benutzt ja viel mehr Waschmittel. Schrecklich. Ja, das ist nicht gut für die Umwelt. Mein Lebenssinn ist es ja nicht, alles zu machen, was gut für die Umwelt wäre. Das ist halt auch so eine Sache. Die meisten würden sagen, hey, ich will moralisch, ich möchte gut sein. Sag ich nicht. Ganz ehrlich, das ist mir wirklich nicht so wichtig. Für andere Frugalisten ist genau das aber der Grund für ihren Lebensstil. Das gesparte Geld investiert Alex zum Beispiel in börsengehandelte Fonds von Schwellenländern, in Kryptowährungen und Edelmetalle. Und setzt dann noch auf einzelne weitere Aktien, die halt sehr, sehr breit diversifiziert sind. Er hofft so auf eine Langzeitrendite von 10%. Aber niemand kann voraussagen, wie sich die Finanzmärkte wirklich entwickeln werden. Und was ist dann das Ziel, mit 35 tatsächlich Rente, also in Rente gehen zu können sozusagen, wenn man das wollte? Oder vielleicht sogar reich zu werden? Beides. Und das Wichtigste ist erstmal, bevor ich irgendwelche großen Pläne mir vorstelle und bevor ich mich daran wage, muss ich halt erstmal in der Lage sein zu sagen, hey, ich kann mit meiner Zeit machen, was ich möchte. Ich habe mir mein eigenes Leben freigekauft. Ich bin nie wieder darauf angewiesen, dass ich jetzt 8 Stunden am Tag einen Job mache, den ich gar nicht machen möchte oder sowas. Das haben alle Frugalisten gemeinsam. Sie wollen eine finanzielle Unabhängigkeit erreichen. Wie viel sie sparen, woran und vor allem warum, ist aber bei jedem Frugalisten anders. Einige wollen so umweltfreundlich wie möglich leben, andere haben ein Auto. Frugalisten achten darauf, keine unnötigen Dinge zu kaufen, machen lieber mal was selber oder reparieren und konsumieren einfach bewusster. Frugalismus heißt in jedem Fall nicht nur zu sparen, sondern auch zu investieren. Du studierst an der Fernuni Psychologie, bist Autor. Ja, ich verdiene, glaube ich, also es ist halt von Monat zu Monat schwankt das natürlich. Mhm. Jetzt bin ich mit Büchern, glaube ich, ungefähr bei 1000, so um die 1000, würde ich sagen, pro Monat. Im Monat. Alexander guckt, welche Themen gerade gefragt sind und schreibt darüber massentaugliche Bücher, meist unter Pseudonym. Weiteres Geld verdient er mit Online-Artikeln und dem Vertonen von Hörbüchern. Insgesamt kommt er so monatlich auf Nettoeinnahmen von etwa 1.450 Euro. Davon gibt er knapp 700 Euro aus. Das meiste für Wohnung, Essen und Studium. Bereits mit 6 Jahren fing er an zu sparen. Das ist eine alte Kiste, da habe ich früher immer Geld drin gespart. Also ich habe halt von Kind auf, immer wenn ich Taschengeld hatte, alles gespart und irgendwann war die voll. Und aha, da hat sich schon gezeigt. Ich hatte halt kaum irgendwie Geld so und meine Mutter auch nicht, deswegen ja. Und da habe ich jetzt halt meine Kunstsachen drin, die haben auch, glaube ich, nichts gekostet. Alexander hat günstige Hobbys wie Malen und Lesen. Doch wie verträgt sich Frugalismus mit dem Sozialleben? Gleich kommen seine Freunde zu Besuch und deshalb gehen wir jetzt einkaufen. Ich habe ein bisschen Hunger, das geht nicht gut aus, wenn man dann einkaufen geht, weil dann die Tüten so voll werden. Das ist Alex Schnuppe. Er will trotzdem nicht mehr als 25 Euro für seinen Wocheneinkauf ausgeben. Guck mal, was ich gefunden habe. Süßes. Jetzt gehen wir aber vorbei am Süßen, oder wie? Ja. Und das macht mir jetzt schon keinen Spaß. Wie viel hat es gekostet? 20 Euro. Mir fehlt der Genuss, Alexander. Das muss ich ehrlich sagen. Mir fehlt der Genuss. Ja, tut mir leid. Ja, mir auch. Na gut. Aber Nüsse hätte ich gar nicht gedacht. Warum nicht? Weil Nüsse so teuer sind. Ich bin immer noch auf dem Trichter, dass du permanent überall nur preiswert kaufst. Aber so ist es gar nicht. Muss man halt in Relation setzen. Also die Nüsse kann ich halt gut in mein Müsli unterbringen. Und für den gesundheitlichen Effekt her spart man sich das Geld dann halt anderswo später. Alex
denkt immer ans große Ganze. Aber manchmal wird auch er schwach. Es war manchmal diese, der 2 € Ben & Jerry's Abklatsch. Den kaufst du dir? Den kaufe ich mir manchmal. Wenn ich, wie gesagt, voll Bock drauf habe, vielleicht 1-2 Mal im Monat. So. Ich sehe das meist halt langfristig. Was macht das in der Zukunft mit mir? Das wäre für mein Selbstbewusstsein richtig lächerlich, wenn ich noch nicht mehr schaffen würde, sowas zu widerstehen. Also wäre ich mit mir selber nicht zufrieden. Also echt nicht. Alexander? Grenze überschritten gerade. Okay. Ja, ich spreche jetzt nur von mir. Also, lächerlich? Nein, lächerlich. Nicht, wenn du das machst. Wir gehen jetzt hier mal kurz, die Kamera bleibt kurz mal hier. Wir gehen jetzt hier mal kurz reden. Was halten deine Freunde von Frugalismus? Ja, betrifft die eigentlich die meiste Zeit nicht. So. Naja. Und deswegen ist ihnen das egal, relativ. Na gut, ja, wir werden sehen. Alexander teilt sich nicht nur geldbewusst ein, sondern auch Zeit. Viel davon nimmt er sich für seine Freunde. Aber was denken die wirklich über Frugalismus? Und dann rächt sich der fehlende Wasserhahn in der Küche. Ich quetsch seine Freunde aus. Jetzt mal unter uns mit dem Frugalismus. Wie ist denn es so im Alltag mit einem Freund, der kaum Geld ausgibt? Also er sagt immer wieder, dass man darauf achten soll, also wenn ich ihn irgendwohin einlade auf eine Party oder so, dass es halt auch günstig genug ist. Alex hat keinen Backofen. Das ist das Erste, was ich von seiner neuen Wohnung erfahren habe. Oh, okay. Ja, das ist ein bisschen traurig. Ja gut, ich war hier noch nie. Du hast kein Waschbecken. Ja. Eine Frugalistenwohnung halt. Es gibt ja auch keinen Boden. Ja. Warum, aber man steht da trotzdem sehr gut. Ich finde das tatsächlich eigentlich sogar ziemlich entspannt, weil wenn man mit Alex was macht, dann weiß man, dass es nie etwas ist, wo man jetzt unglaublich viel Geld ausgeben muss. Ich glaube, dass man auch selbst ein bisschen darauf kommt oder in die Richtung vielleicht selbst geht, wenn man zum Beispiel zum ersten Mal selbstständig lebt. Mhm. Das ist jetzt bei mir zum Beispiel der Fall und da ist mir jetzt auch nicht mehr scheißegal, wie viel jetzt dieses oder jenes Lebensmittel im Supermarkt kostet, sondern da muss ich auch ein bisschen drauf achten. Nee. Das ist das Wasser für? Dinkel oder Reis? Was wollt ihr? Dinkel oder Reis? Oh. Dinkel. Dinkel ist gut. Dinkel. Kochst du auch für deine Freunde? Nee. Also einfach, weil die meisten nicht so viel Lust auf Dinkel mit Brokkoli oder irgendwas Reis mit Brokkoli. Das ist halt nicht so das netteste Essen zum nebenbei wegknabbern. So. Okay. Ich achte prinzipiell darauf, dass ich gut was gegessen habe, so, wenn ich auf Alex treffe. Ja. Kochen ist ein bisschen umständlich bei Alex. Aber essen gehen wäre für ihn auch keine Alternative. Man trifft sich ja gerne mal auf ein Bier, auf dem Abend. Machst du das auch? Wenn ich in Bars gehe oder sowas, dann bestelle ich einfach nichts, so, weil brauche ich. Ach. Ja. Ja, tatsächlich. Also ich habe mich auch letztens mit Alex getroffen und dann kam Alex halt mit der überraschenden Aussage, nee, ich möchte eigentlich gar kein Bier trinken, aber es war dann halt auch nicht so problematisch. Dann habe ich halt für mich 2 Bierchen bestellt und wir haben uns trotzdem nett unterhalten in der Bar halt und das ist auch gut. Hast du da kein schlechtes Gewissen, Nein. dass die Leute, die versuchen etwas anzubieten, zum Beispiel einen Raum, wo man zusammenkommen kann, dass die nicht an ihre Kohle kommen, Nein, sozusagen. Habe ich nicht. Warum nicht? Wer setzt sich denn allein in eine Bar? Daniel würde also keine 2 Bier kaufen, wenn ich nicht mit ihm da reingehen würde, beispielsweise. Ja, gut, ist ein Argument. Aber jetzt kommt der Geschmackstest. So, jetzt wollen wir mal schauen. Wenn man das Salz haben kurz. Aber sonst wirklich sehr gut. Probier. Ja. Da fehlt noch eine Soße. Das stimmt. Ja, mit Tabasco. Oder eine Senfsoße. Also mild. So, was macht ihr jetzt noch? Malen. 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 Ah ja. Ja. Zusammen. Mit sehr gut. Musik. Mit Musik. Nee, gut. Geht gut. Ich gehe jetzt ins Hotel. Frugalismus einen Tag. Also ich muss ja sagen, für mich wäre das gar nichts. Ich bin ja so ein krasser Genussmensch. Also ich hätte das Gefühl, ich müsste mich die ganze Zeit geißeln. Aber für so einen Typ wie Alexander glaube ich genau das Richtige. Ich meine, der ist auch super strukturiert. Und was ich richtig gut finde, der überlegt sich halt ganz genau, was will ich kaufen, warum will ich das kaufen und gibt es vielleicht Alternativen, brauche ich das überhaupt? Super. Auf der anderen Seite mit der Nachhaltigkeit ist es natürlich nicht so weit her, ne?
eher Billigsachen, die ganzen Plastikverpackungen von den Lebensmitteln. Habt ihr mal überlegt, worauf ihr so verzichten könntet und richtig Kohle damit sparen könntet? Das könnt ihr mal hier unten in die Kommentare schreiben. Mein Kollege Sebastian hat mal versucht, sehr minimalistisch zu leben, nur mit 100 Dingen auszukommen. Könnt ihr mal hier gucken. Und worauf man nie verzichten sollte, ist Pulsreportage. Also Abo dalassen.